als Athletin komme ich meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde vor Warm-up-Beginn auf den Aufwärmplatz und dann beginne ich meistens so eine Stunde, Stunde 10 vor dem Callroom mit dem Aufwärmen. Im Callroom ist man so ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Dann beginnt eigentlich für die meisten Athleten hier die zentrale Konzentrationsphase. Jeder geht nochmal in sich. Wenn man aus dem Callroom rauskommt ins Stadion, geht es erstmal darum, die Atmosphäre aufzusaugen und dann wirklich einfach nur noch genießen und den Kopf ausschalten, weil dann muss eigentlich alles automatisch ablaufen.